Der demografische Wandel ist in aller Munde. Berufsbilder, die in diesem Bereich gebraucht werden, haben in der Zukunft Hochkonjunktur. Die Medizinische Bildungsakademie ermöglichte am 22. Februar einen Einblick in diese Berufe. Ja, die MBA gibt es seit 20 Jahren. Wir sind in Naumburg und in Zeitz tätig. Heute finden wir uns in Naumburg am Tag der offenen Tür und wir bilden schwerpunktmäßig nichtärztliche Heilberufe aus, haben Schüler aus 8 Bundesländern hier und haben immer am Februar einen Tag der offenen Tür, aus dem einfachen Grunde, die Schüler haben ihre Zeugnisse bekommen, können sich dann nochmal über die Berufe informieren. Ja, wir bilden also pflegerische Berufe aus, Altenpflege, Altenpflegehilfe, Krankenpflegehilfe und therapeutische Berufe, Ergotherapie, Erzieher, Heilerziehungspfleger und eben dann noch soziale Berufe. Aber auch mehr in die Medizin gehende Berufe wie der pharmazeutisch-technische Assistent können dort erlernt werden. Und nicht nur für Schulabgänger bietet die MBA Ausbildungsplätze, auch jene, die sich beruflich umorientieren wollen oder müssen, sind willkommen. Die Chancen im Anschluss eine Anstellung zu bekommen liegen bei nahezu 100%. Derzeit werden ca. 750 Schüler in Naumburg und Zeitz ausgebildet. Wir haben ein spezielles Profil und machen eben die nichtärztlichen Heilberufe und therapeutische Berufe. Und viele andere Schulen haben sehr viel breiteres Profil. Nur wir haben dieses schmale Profil gewählt, um dort wirklich gute Arbeit leisten zu können. Und der Erfolg gibt uns eigentlich recht. Wir hatten zum Beispiel ein Ehepaar mit Tochter aus Potsdam, die sich bei uns informieren wollten. Die Schülerin kommt also im Sommer zu uns zur Ausbildung. Schüler aus 8 Bundesländern sind im Moment bei uns. Die weiteste Schülerin hier im Naumburger Standort kommt aus der Nähe von Kiel. Und in Zeitz ist jetzt im Sommer ein Schüler fertig geworden, der kam aus München. Also wir bekamen Interessenten aus dem ganzen Bundesgebiet. Heute sind alle Ausbildungsbereiche vertreten und in diesen Ausbildungsbereichen sind auch jeweils Schüler dabei, sodass man nicht nur, ich sag mal, mit den Lehrern und den Erwachsenen reden muss, sondern dass eigentlich auch ein Gespräch von gleich zu gleich stattfinden kann. Und das hat sich eigentlich als positiv erwiesen, denn 16- bis 18-jährige Schüler sprechen einfach anders miteinander, als wenn der Lehrer dort steht und irgendetwas vom Beruf erklärt. Der Tag der offenen Tür konnte gleich für einen Eignungstest genutzt werden. Als Voraussetzung reicht bei den meisten Berufen der Realschulabschluss aus.